Hallo, ich begrüße euch hier wieder in der Heinrich-Hübsch-Schule, heute in unserem Maschinenraum. Heute wollen wir ein paar Maschinenarbeiten angehen. Und das erste ist das Zurichten von Vollholz, Längsschnitte, Besäumen. Dafür brauchen wir das richtige Sägeblatt und müssen auch die Säge danach richtig einstellen. Wenn wir Vollholz in Längsrichtung sägen, also in Faserrichtung, parallel zur Waldkante, trennen wir das Holz quer zur Faser ab. Ich möchte es an dem Sägeblatt kurz zeigen. Das Sägeblatt läuft so durchs Material. Und dieses hier vorne, das ist die Hauptschneide, die die Fasern abtrennt. Wenn wir das Sägeblatt drehen, können wir hier auf die Schneide draufschauen. Diese Ansicht habe ich auf einem Stück Karton einmal dargestellt. Das wäre diese Ansicht, der Blick von vorne auf den Sägezahn. Bei der Sägeauswahl ist es jetzt wichtig, dass wir die Fasern genau quer abtrennen. Dafür brauchen wir einen Flachzahn. Zusätzlich zu dem Flachzahn brauchen wir eine große Zahnteilung, also einen weiten Zahnabstand. Und hier haben wir noch eine Besonderheit, dieser Rücken, die Spandickerbegrenzung verhindert, wenn zum Beispiel Fremdkörper im Holz sind, dass zum Beispiel der Nagel oder der Fremdkörper nicht komplett vom Zahn erfasst wird, sondern nur der Schneidenüberstand hier auf den Zahn trifft und somit der Fremdkörper in kleinen Stücken abgeschnitten wird, sonst wird der Zahn eventuell zerstört. Wenn wir jetzt die richtige Sägeauswahl getroffen haben, müssen wir die Säge auch in die Maschine einbauen. Zum Sägewechsel wird die Säge geöffnet. Der Deckel entriegelt und jetzt das Sägeblatt mit dem Schlüssel geöffnet. Die Säge wird immer geöffnet in die gleiche Richtung, wie sie läuft. Also so wie ich laufe, gehe ich auf. Mutter und Flansch wird entfernt und das Sägeblatt vorsichtig ausgebaut. Bevor die neue Säge eingebaut wird, setzen wir noch den Spaltkeil etwas zurück. Das neue Sägeblatt wird auf der Vorderseite und der Rückseite gereinigt und vorsichtig auf die Flansch aufgesetzt. So, auf der Welle. Jetzt die Flansch gereinigt, die Flansch aufgesetzt und die Mutter im Linkslauf aufgedreht. Hier haben wir ein linkslaufendes Gewinde, damit die Säge sich nicht aufdrehen kann beim Bremsen. Der Schlüssel wird jetzt nach hinten gelegt und der obere Teil auf die Mutter aufgesetzt und handfest angezogen. Jetzt wird der Freilauf geprüft, ob die Säge irgendwo streift, alles richtig montiert. Jetzt kommt der Spaltkeil. Der Abstand zwischen Sägezahnspitze und Spaltkeil darf nicht größer als 8 mm sein. Und zwar in diesem Arbeitsbereich. Hier unten zählt es nicht, hier oben da, wo die Säge arbeitet. Für die Höheneinstellung des Spaltkeils legt man sich den Meterstab dahinter. Dann sieht man die Zahnspitze, sprich den Schneidenflugkreis. Und von diesem Schneidenflugkreis geht man jetzt an der Lamelle des Meterstabes nach hinten, da muss der Spaltkeil 2 mm tiefer stehen. Von dem Schneidenflugkreis, also dem höchsten Zahn, nach hinten und dann 2 mm tiefer den Spaltkeil einstellen. Ist dann alles gut festgezogen, der Spaltkeil festgezogen, das Sägeblatt gut fixiert,
wird der Freilauf nochmal geprüft und der Deckel geschlossen. Und wir ziehen auch den Wagen wieder zu. Für das Einstellen der Sägeblatthöhe ist es am einfachsten, wenn man das Material davor legt. Und jetzt soll der Zahngrund ungefähr 2 cm über der Materialdicke sein. Jetzt haben wir vom Schneidenflugreis hier ungefähr 2 cm und das wäre jetzt die passende Höhe. Jetzt brauchen wir bloß noch den Deckel schließen, so weit absenken wie es geht, möglichst auf das Material. Dann wird die Säge richtig eingestellt. Da diese rohen Bretter noch nicht gerade aufliegen, brauchen wir vorne ein Hilfsmittel, um das Brett sozusagen festzuspannen, dass es auf dem Tisch fixiert ist. Dafür brauchen wir den Niederhalter auf der Vorderseite und auf der Rückseite halten wir das fest mit dem Nachschiebeholz. Hier die Dorne picken hinter ins Holz ein und fixieren das Stück auf den Tisch. Wenn man das Brett jetzt an der Tischkante ausrichtet, um parallel zur Waldkante zu besäumen, kann man das Brett hinschieben und mit der Hand sozusagen die Tischkante unterfühlen und danach das Brett parallel zur Tischkante ausrichten. Hat man einen Laser, kann man das genauso, also einfacher sogar an dem Laserstrahl ausrichten, damit die Waldkante schön parallel zum Laserstrahl läuft. Dafür picken wir als erstes vorne in den Niederhalter ein, drehen das Brett so, dass die Waldkante hinter auch an dem Laserstrahl anliegt und nehmen das Nachschiebeholz und picken das hinter ein. Die linke Hand hält am Tisch fest oder wir verwenden den Schiebegriff und können dann am Griff dagegen halten. Der Gefahrenbereich an der Kreissäge ist rechts und links vom Sägeblatt, ungefähr handbreit, das entspricht 120 mm. Sind die Werkstücke jetzt breiter als 120 mm, plus den Bereich, wo die Hand aufliegen kann, dann dürfen die Werkstücke von Hand geschoben werden. Das bedeutet, die Hand muss außerhalb des Gefahrenbereiches geführt werden. Nach dem Einstellen der Breite wird das Lineal nun in der Länge eingestellt, ungefähr 45 Grad von der Sägeblattvorderkante nach hinten. Das verhindert ein Verklemmen der Werkstücke nach dem Absägen. Diese Einstellung wird später nach Augenmaß vorgenommen. Ist das Werkstück nun so schmal, dass die Hand nicht mehr außerhalb des Gefahrenbereiches Platz hat, bis zu einer Breite von 30 mm muss ein Schiebestock verwendet werden. Bei einer Holzbreite unter 30 mm beim Schneiden von Leisten muss entweder ein Nachschiebeholz oder die Schiebehilfe Fritz und Franz verwendet werden. Beim Nachschiebeholz ist es wichtig, dass er gewisse Größe hat. Die Vorderkante sollte etwas schräg angesägt sein, damit das zu schiebende Holz nach unten gedrückt wird. Und wenn wir jetzt den Griff montieren, gehen wir folgendermaßen vor. Wir setzen den Griff auf, dann werden zuerst die hinteren Dorne eingeschlagen
dann den Anschlag ganz nach hinten drücke, dann werden die oberen Dornen eingeschlagen. Und zum Schluss der vordere Dorn, aber ganz unten, damit der Griff nicht nach oben rutschen kann. Also setzen wir den Dorn ganz nach unten, drücke den nach unten und fixieren. So, jetzt sitzt der Griff fest. Wenn wir mit Fritz und Franz, also dieser Sägehilfe, arbeiten, ist es wichtig, dass der Parallelanschlag hinter das Sägeblatt zurückgezogen wird, dass das abgeschnittene Stück hier vorne nicht zwischen dem Anschlag und der Säge einklemmt. Dafür wird der Anschlag hinter das Sägeblatt zurückgezogen und wieder fixiert. Dann ist auf der abgeschnittenen Seite das Werkstück frei. Zum Arbeiten muss die Haube eigentlich geschlossen sein. Aber jetzt für die Filmaufnahme, dass man den Abschnitt besser sehen kann, lassen wir die Haube etwas offen, dass man besser Blick auf das Sägeblatt hat. Das war's nun zum Thema Sägen von Vollholz, Längsschnitte von Brettern und Leisten. Beim nächsten Video geht es dann um das Ablängen von Vollholz, von langen und kurzen Teilen. Wenn euch das Video weitergebracht habt, dann könnt ihr mir das ja unten im Kommentar schreiben. Wenn ihr euch für weitere Videos interessiert, findet ihr die in meinem Kanal. Und denkt bitte dran beim Nacharbeiten, dass ihr eure Arbeit von einem Fachkundigen kontrollieren lasst, damit keine Unfälle passieren. Dann verabschiede ich mich von euch und würde mich freuen, ihr seid nächstes Mal wieder dabei.